Moin Moin, herzlich willkommen zu der ersten Prognose auf meinem Kanal. Heute bin ich mal nicht alleine. Ich bin ja nicht alleine. Ja, ich bin's. Ja, also ich bin Nick. Ja. Ja, auch ein YouTube-Kanal. Ja. Aber nicht so erfolgreich. Oh, ich also gar nicht. Gut. Heute ist das Spiel, das wir spielen werden, das Rückspiel, also, ja, Rückspiel des Halbfinale Champions League. Bayern München gegen Real Madrid. Das Hinspiel ging ja 1:0 verloren. Da habe ich mir gedacht, ach, machen wir mal einfach, leider, wirklich, ich bin nicht so dabei, dann machen wir einfach mal... Hans de Notebom, heißt der Schiedsrichter. Ja, das ist schon merkwürdig. Also hier meine Aufstellung, ich spiele mit Real Madrid. Casillas im Tor, Getiere habe ich drin, der leider verletzt ist. Ich habe ihn nicht aufgepasst. Benzema im Sturm und hier ist die andere Aufstellung. Götze im Sturm. Ja, und diesmal Müller im offensiven Mittelfeld. Ja, und Schweinsteiger und Toni Kroos sorgen für hinten mehr Deckung für den Torwart. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier sage, aber dann geht's einfach mal los. Ja, und ich schneide es auch dann zusammen. War ja mal bei Leverkusen letztes Jahr. Ja. Weil ich komisch finde, warum wir das gerade so machen, dass Bayern auswärts spielt, obwohl die heimspielen. Ja, das ist schon wieder so ein Fehler, wie der Kittier. Ja. Ja. Aber lasst euch einfach nicht dadurch irritieren. Komm. Oh. Jawohl, 11. Minute, 1:0. Das ist gut. Er ist auch so ein Lappen geworden. Jawohl. Finde ich klasse. Kedira, starker Pass, Benzema, CR7. Benzema, verrückt hier! Ist doch gut, schön gemacht. Das war genauso wie im Hinspiel, das 1:0, fast genauso. Ja, nur dass kein verrückt hier war und der Werk geben, ich glaube Fabio Contrao, oder? Die ich gleich mal drauf hab. Das war Ronaldo, oder? Fabio Contrao hat Ronaldo, glaube ich, gepasst. Aber von so einem Winkel hat er auch getroffen. Oh mein Gott. Ja, der kriegst du noch. Das war eigentlich gar nicht geplant. Oh, shit. Oh nein, ich der Götze mit dem Kopf. Oh, das darf doch nicht sein. 2:1. Ah, 26. Mensch. Dann stand das Ding still. Nein! So was ist mir bei Pro Club passiert. Habe ich den so ins eigene Tor gemacht. Also mit einer Flanktaste. Schlechte Ecke. Was tippst du jetzt im echten Spiel? Dass Bayern. Ich schätze, dass Bayern 2:0 gewinnt. Na, ich tippe auf ein 3:1 für Bayern, zwar immer noch, aber ich tippe irgendwie, dass sie zwei Tore schießen, die Bayern, dann auf einmal Real Madrid noch ein Tor schießen, dass der Druck dann umso größer wird. Irgendwie so denke ich. Gleich Halbzeit. Oh, shit. Nein. Pass auf. Das Tor! Nein, kein Tor. Aber den Ball der Kamachal nicht wegskillen, jetzt ist Halbzeit. Ich dachte, jetzt hast du angenommen. Gelbe Karte für Groß. Ja, wahrscheinlich. 2:1 zur Halbzeit steht's. Real Madrid gegen Bayern. Jetzt müsste Bayern wie viele Tore schießen? Noch 3. Also 4:2 müssten sie gewinnen, oder? So, und jetzt kommt meine Geheimwaffe. Wie lange noch? Oh, der Shaqiri ist im Spiel. Und Mandzukic. Shaqiri bin ich auch ein kleiner Fan von, weil... Deswegen nicht. Ich finde, der wird viel zu wenig eingesetzt. Finde ich persönlich. Spielt er nicht, sondern in der ersten. Das finde ich ein bisschen, merkwürdig. Also Götze ist auch jung, kriegt genug Einsatzzeit. Und der ist guter Pass. Oh oh, Ribéry durch. Oh oh, Tor raus. Komm. Oh, Scheiße. Und in der Robben. Ach Gott.
Wieso? Ja, das war ein Tor. Was? Weil er schießt ein Tor und dann kommt der Superpass und Tor. Und dann ist schon wieder Anstoß. Deswegen. Das ist ganz amüsant immer. Oh oh. Nein, nicht schon wieder so ein Pass. Pass auf, geh raus, Cassias. Stark. Starker Torwart, stark. Jawohl, geht ihr. Isco. Oh Mist. Ah, Fehler! Fehler, Cassias! Bleib drin im Kasten! Bleib drin! Ich hab auch und schon wieder und es steht 3-2. Shaqiri! Du hast Glück gehabt. Ich habe eigentlich früher gepasst. Durch das Lecken kam der Pass noch nicht. Deswegen, sonst wäre der im Abseits, wenn das Lecken nicht wäre. Dann hättest du noch zwei schießen müssen. Das musst du noch einschießen. Cavajal macht das schön. Cavajal macht das super. Jetzt alle aufsteigen. Cavajal mit der Flanke. Kopf von Isco. Ronaldo mit dem Kopf. Pfosten, wollt ihr mich verarschen? Geil, Alter. Oh, du bist jetzt besser. Ach Gott, Modric. Modric skillt sich da durch. Modric mit links. Vorbei. Mandzukic kam beinahe durch. Oh, scheiße. Kopf, Cassias. Und jetzt bist du im Finale. Du stehst im Finale, wenn es so ausgeht, Mensch. Ich weiß. Ach nee, ich war 2-0 vorne, oder? Na, Cassias hält noch gut und dann. Ja, da hat er keinen Schuss, hat einfach keinen Schuss. Wenn du mit Marcelo nicht gegrätscht wärst, hättest du den Ball noch bekommen. Weil genau da stand er dann. Alter, so super. Und das Ronaldo, und das ist 3. Alter, was der für Tore macht. 73. Brauche ich jetzt noch eins, dann bin ich wieder im Finale. Ja, eins brauchst du jetzt noch. Gefällt mir. Ronaldo. Robben, der ist einer der wichtigsten, der besten Männer auf dem Platz, oder? Weil der hat ja schon die 2 Tore für Bayern gerade geschossen. Oh! Und Shaqiri ist auch ein wichtiger Mann, der hat jetzt auch 2 Dinger. Stehen wieder im Finale. Was ging jetzt da mit Tore nach hinter Tore? Keine Ahnung. Mensch, FIFA, das hasse ich eigentlich echt am FIFA immer. Ronaldo. Oh. So. Geht weg, Ronaldo. Ganze hat, glaube ich, schon abgezockt. Ach, Mensch. Isco, Benze auf den Kopf. Was war das denn? Frei vom Tor. Da muss ich die Wiederholung nochmal angucken. Alter, wie spannend das Scheißspiel ist. Ach, Mensch. Isco, perfekt, perfekt. Mit die Beine, Ronaldo! Oh, Dante, scheiße. Ah. Soll ich jetzt mal was Böses machen? Nein, mach nichts, nein! 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 Oh, Glück gehabt! Das ist so fies, das habe ich ja noch nie gemacht, noch nie gesehen, dass ich es recht finde. Und da ist aus! Freunde! Das war's mit dieser Prognose. Bayern steht im Finale. Ja. Ja. Die letzte Begegnung der beiden gewesen sein. Oh nein. Jetzt leckt am Ende auch noch. Ich hoffe, Shaqiri, Götze, Robben, Shaqiri, Robben, Shaqiri. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Link von Nick ist in der Beschreibung verlinkt. Ja. Und ja, hört sich gut an, ne? Ja. Es kommt morgen auch noch Chelsea gegen Atletico oder andersrum. Wer zu Hause spielt, ich glaube schon Chelsea gegen Atletico. Oder? Ja. Atletico? Chelsea. Auf jeden Fall, es kommt morgen. Ihr werdet es sehen. Mal schauen, wie heute Abend das Spiel ausgeht, ne?
Das wird sehr interessant sein. Ich würde mich jetzt auch verabschieden. Du kannst noch irgendwas sagen, wenn du möchtest. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Also, Servus, macht's gut und ciao.